Okay, let's try something different. Hey Leute, was geht? Euer Pronix ist wieder back auf YouTube und heute erstmal wieder ein richtig geilen Glitch für euch. Und zwar ein Glitch, mit dem man in der Garage mit Autos rumfahren kann, Leute. Und dieser Glitch ist mega einfach. Und vorne von dem ganzen Glitch bin ich, World's Finest Gamer und Fraps. Schaut auf jeden Fall bei den beiden auf den Kanälen vorbei. Ich habe die auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann würde ich auch schon sagen, fangen wir an mit dem ganzen Glitch. Und um diesen Glitch durchzuführen, braucht ihr jetzt allererstes einen Kollege, der euch bei diesem ganzen Glitch hilft. Und dann müsst ihr mit euren Kollegen einfach in irgendeine Garage von euch gehen. Und diese Garage muss voll sein und dort muss ein Fahrzeug drin sein, was ihr ruhig wegschmeißen könnt. Und sobald ihr dann in der Garage drin seid, müsst ihr euch einfach in irgendein Fahrzeug reinsetzen. Es ist völlig egal in welches, aber Hauptsache nicht in dieses eine, was ihr dann ruhig wegschmeißen könnt. Und wenn ihr dann in diesem Fahrzeug drin sitzt, dann muss euer Kollege zu dem Fahrzeug hingehen, was ihr ruhig wegschmeißen könnt und muss dort die ganze Zeit Dreieck drücken. Er drückt die ganze Zeit Dreieck, 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 Dreieck. Und dann müsst ihr einfach euer Handy öffnen, geht dann auf Internet und müsst dann irgendein Fahrzeug bestellen und packt es dann in die Garage genau auf den Platz, wo euer Kollege gerade spammt, sodass dieses Fahrzeug ausgewechselt wird mit dem, wo euer Kollege gerade spammt. Und wenn ihr das dann macht, müsst ihr einfach 3 Minuten lang warten, bis das ganze Fahrzeug da ist. Und in diesen 3 Minuten muss euer Kollege dann die ganze Zeit Dreieck, 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 Dreieck spammen. Und wenn dann das Fahrzeug angekommen ist, dann kann euer Kollege aufhören zu spammen. Ihr könnt dann aus dem Fahrzeug aussteigen und steigt dann einfach in dieses Fahrzeug ein, wo ihr gerade dran gespammt habt. Und dann könnt ihr auch schon sehen, dass wenn ihr Gas gibt, dass ihr einfach in der Garage rumfahren könnt. Und jetzt könnt ihr ruhig auch aussteigen und in andere Fahrzeuge reingehen. Und jetzt könnt ihr einfach hier quer durch die ganze Garage fahren. Ich finde den Glitch auf jeden Fall richtig geil. Wenn ihr den Glitch genauso geil findet wie ich, dann gebt doch einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert mich. Und bis zum nächsten Mal und tschüss. Yeah.